Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Juli 2017. Bevor ich euch meine gelesenen Bücher vorstellen möchte, werde ich wie immer ein bisschen was zu den Zahlen, zu der Statistik sagen. Und zwar habe ich, lasst mich mal schauen, nicht so viel gelesen. Ich habe zwei Bücher beendet und zwei Comics gelesen, außerdem zwei Märchen und ein Hörbuch angefangen. Ich bin ja nicht so der schnelle Hörbuchhörer. Ich höre meistens zum Einschlafen. Manchmal versuche ich es auch währenddessen, wenn ich so ein bisschen Haushalt mache. Damit habe ich so ein bisschen angefangen und gucke, ob ich das hinkriege. Allerdings habe ich häufig das Problem, dass ich dann irgendwie doch mit Gedanken abschweife und das gar nicht alles so mitkriege, was davor gelesen wird. Auch beim Einschlafen fällt es mir oft schwer, zuzuhören, und manchmal, ja, gleiten meine Gedanken so weg. Also ich muss mich echt konzentrieren, dass ich da nicht abschweife. Deswegen bin ich bei Hörbuchhören auch nicht so schnell. Und ja, das war's eigentlich an den Zahlen der gelesenen Bücher. Seiten macht es 1153, was für mich durchaus wenig ist. Ich habe sonst ungefähr das Doppelte. Dann macht das pro Tag 37 Seiten. Ansonsten macht es meist so 60 bis 70 Seiten. Neuzugänge sind drei gewesen. Drei sind dazugekommen. Und mein Sub. Ich habe euch ja im letzten Lesemonat erzählt, dass ja in den letzten Monaten doch einiges dazugekommen ist. Besonders im Mai, ich habe nochmal nachgeguckt, sind einige dazugekommen. Und dadurch, dass ich die letzten Monate auch nicht so viel gelesen habe, ist der Sub leider wieder etwas gestiegen. Ich habe nachgezählt, es sind jetzt 27 Bücher, die auf meinem Sub warten, darauf gelesen zu werden. Und zwei Comics, mittlerweile nur noch einer, der gelesen werden möchte. Ich habe mit mehr, mit Schlimmeren gerechnet, also 27 ist noch in Ordnung, und das wird jetzt auch wieder langsam ein bisschen weniger, hoffentlich, weil Mai war wirklich so ein großer Ausbruch. Ansonsten sind es Neuzugänge auch gar nicht so viele, so jetzt so 3, 2 ist für mich in Ordnung, und ich hoffe, dass jetzt im August wieder ein bisschen mehr gelesen wird. Mal gucken, ob es klappt, weil ich auch mal wieder eine Hausarbeit schreiben muss nebenher und auch dafür ein wenig lesen werden muss. Und ja, aber trotzdem bin ich motiviert und ich habe so viele tolle Bücher hier liegen, die gelesen werden möchten. Aber jetzt soll es nicht um die Bücher gehen, die noch gelesen werden sollen, sondern um die, die ich jetzt im Juli gelesen habe. Und begonnen hat der Monat mit einer tollen Leserunde zu diesem Thriller hier, Murder Park von Jonas Winner oder Jonas Winner. Ja, ein Thriller aus dem Heine Verlag. Und dazu habe ich eine Rezension gedreht, die sehr ausführlich ist. Deswegen will ich hier auch gar nicht so viel dazu sagen. Nur, dass es hier um einen Freizeitpark geht, der geschlossen werden musste, weil dort Serienmorde passiert sind. Drei Frauen wurden da bestialisch ermordet. 20 Jahre später soll er neu eröffnet werden und als Mörderpark gelten. Also es soll alles unter dem Stern der Serienmorde sich drehen. Und ja, einige Journalisten werden nun eingeladen, diesen Park zu testen und darüber zu berichten. Unter anderem auch unser Protagonist Paul Greenblatt. Und natürlich geht dort einiges schief und auf einmal, ja, kaum sind sie auf der Insel dort angekommen, ist auch schon das erste Mitglied gestorben und dabei bleibt es natürlich nicht und keiner kann den anderen trauen. Mich hat dieses Buch einerseits sehr begeistert von seinen tollen Ideen, also ein alter Freizeitpark, grandios, mit der Psyche, mit Ängsten wird hier gespielt. Also es ist wirklich ein Page-Turner, ein richtiger spannungsgeladener, actionreicher Thriller. Allerdings hat mir hier die Atmosphäre gefehlt, auf was ich mich so gefreut habe, war ja diese Freizeitpark-Atmosphäre, dieses düsterne, verlassene Freizeitparkgelände, war ja eigentlich prädestiniert dafür, aber leider hat das hier sehr gefehlt und auch das Ende hat mich etwas enttäuscht. Es wurde nicht alles aufgeklärt. Dafür fand ich die
ja, diese Interviews hier zwischen ganz toll und auch die Personen, die hier gezeichnet wurden, deren Vergangenheit, die irgendwie alle mit diesem Freizeitpark zusammenhängen. Wenn ihr das ein bisschen ausführlicher haben wollt, weil hier wirklich viel in diesem Thriller drin steckt, viele tolle Ideen, viele Themen, die mich sehr angesprochen haben, aber auch einige, die mich doch ein bisschen, ja, schockiert will ich nicht sagen, aber irgendwie ein bisschen verwirrt dastehen lassen haben. Das, was ich nicht in der Rezension gesagt habe, das habe ich vergessen zu sagen, dass ich das Ende so ein bisschen geahnt habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schlecht finden soll, wenn das jetzt anders geendet wäre, dann weiß nicht, ob ich denn enttäuscht gewesen wäre, aber ich habe es halt ein bisschen vorausgeahnt und vielleicht war ich daher auch so ein bisschen ernüchtert, dass es nicht doch noch mal eine Wende gegeben hat, die ich nicht hervorgesehen habe. Keine Ahnung. Aber so, das war so ein Detail, was ich nicht in der Rezension erzählt habe. Ansonsten findet ihr in der Rezension sehr viel Informationen dazu, was ich an dem Thriller toll fand und was ich an dem Thriller enttäuschend fand. Ich habe es zusammen mit der lieben Steffi von Lady of the Books und mit der lieben Tanja von Berlin Books gelesen und das war richtig toll, der Austausch. Und deswegen ist es auch ein besonderes Buch, also noch mehr, noch besonderer, weil ja, es einfach Spaß bringt, zusammen zu lesen und sich auszutauschen. Ja, danach ging es gleich weiter mit einer Leserunde. Ja, das ist ja auch schon das zweite und letzte Buch oder letzte Roman, den ich gelesen habe. Der hat allerdings auch ein paar Seiten, also von der Seitenanzahl ist das schon alles okay. Und zwar ist das Runa von Vera Buck. Nochmal ein ganz anderes Genre und ich wusste auch noch gar nicht so richtig, was ich hier überhaupt erwarten sollte. Hierbei geht es um einen angehenden Arzt. Und zwar ist das Juri, der kommt aus der Schweiz, ist jetzt in Paris, um dort seine Doktorarbeit zu schreiben. Und zwar an einer, ja, ist das eine Nervenklinik oder eine Psychiatrie, irgendwie sowas in der Art. Es gab hier viele französische Begriffe, die ich nicht aussprechen konnte und musste ich ja Gott sei Dank auch nicht, weil ich es ja nicht vorlesen musste. Trotzdem bin ich da beim Lesen sehr drüber gestolpert. Es spielt aber nicht zu unserer Zeit, sondern tja, wann spielt es? 1800 irgendwas? Naja, es ist jedenfalls ein bisschen her. Und es ist ein, ja, ich kann es gar nicht einordnen, in welches Genre es passt. Jedenfalls geht es hier um Jori, der nun seine Doktorarbeit schreiben möchte dort. Und er nimmt immer an Vorlesungen teil, wo halt ein Professor immer wieder Mädchen vorstellt, die ja hysterisch sind und psychisch krank dargestellt werden und auch an ihnen Versuche gemacht werden und öffentlich auch in dieser Vorlesung immer wieder gezeigt werden, woran sie leiden. Und ja, das wird wirklich sehr, sehr detailgetreu dargestellt und wie sie dort ja einfach bloßgestellt werden und wie sie gequält werden in aller Öffentlichkeit, war grausam mitzuerleben. Also es wird wirklich detailreich beschrieben, was für Methoden dort angewendet werden, wie sie dort ja, also es war ganz, ganz grausam. Noch mehr, weil wir wissen, beziehungsweise weil die Autorin hier wirklich sehr gut recherchiert hat und auch im Nachwort nochmal erzählt, dass das alles zwar eine erfundene Geschichte ist, aber auf wahren Begebenheiten irgendwie ruht und besonders diese ganzen Details, die sie da erzählt hat, diese ganzen Methoden, diese ganzen Heilmethoden, die sie dort angewendet haben, dort tatsächlich angewendet wurden. Es gibt hier viele Personen, die es in Wirklichkeit gab. Voran an die Kapitel sind manchmal Zitate gestellt von Ärzten, die wirklich, ja, also es sind Zitate aus wirklichen Briefen, die sie sich gegenseitig hin und her geschickt haben und wo man wirklich auch nur mit dem Kopf schütteln kann. Ja, und Jori ist zunächst wirklich ganz fasziniert von der ganzen Thematik und ist einfach auch ein großer Fan von diesem Dr. Chaco, heißt er, glaube ich, der dort seine Vorführung wie so eine Show, wie so eine, ja, weiß ich auch nicht, wie eine Zaubershow davor führt und wie ein, ja, wie ein Star eigentlich gefeiert wird.
Und der, ja, den kann man schon von vornherein nicht leiden, aber auch unseren Protagonisten kann man wirklich nicht ausstehen. Ich kann ihn, konnte ihn jedenfalls nicht ausstehen und auch Nettie, mit der ich das zusammengelesen habe, fand ihn wirklich auch total unsympathisch. Irgendwann taucht halt ein kleines Mädchen auf, die Runa genannt wird, und sie ist die Erste, die auf diese ganzen Methoden nicht anspricht von Shako und irgendwie einen großen Willen hat. Man kann ihren Willen irgendwie nicht brechen. Sie ist wild, sie ist gewalttätig, aber halt auch apathisch. Sie hat verschiedene Augen, also eine Pupille ist größer als die andere. Und viele, ja, sehen in ihr irgendwie den Dämon, haben Angst vor ihr und gleichzeitig verachten sie. Aber sie lässt sich halt nicht von diesen ganzen Quälereien und von diesen ganzen schrecklichen Methoden, die sie dort an diesen Frauen anwenden, halt nicht beeindrucken, jedenfalls nicht so sehr, wie Dr. Shako das gerne hätte. Und Yori wird sie nun zu seiner Hausarbeit, wollte ich gerade sagen, zu seiner Doktorarbeit machen, denn er hat einen, ja, gewissen Druck, dass er diese Doktorarbeit macht, weil er, ja, wieder zurück möchte in die Heimat, um dort als richtiger Doktor auch arbeiten zu können. Und dafür braucht er diese Doktorarbeit. Aber also ist das sehr also eigennützig im Grunde, dass er Runa helfen möchte. Doch je mehr er sich mit ihr beschäftigt, desto mehr gewinnt er sie. Lieb könnte man nicht sagen, weil sie auch keine richtige, ja, mit ihr kann man einfach keine Verbindung aufbauen, richtig, weil sie einfach so apathisch ist und so wild. Und trotzdem beginnt er seine Einstellung gegenüber Chaco und diesen ganzen, ja, dieser ganzen Klinik in Frage zu stellen. Und er beginnt sich halt darüber Gedanken zu machen, ob das wirklich richtig sein kann, Runa jetzt im Gehirn zu operieren, weil genau das ist es, was er machen soll. Er soll ihr Hirn freilegen und dort ein Stück wegschneiden, das Verrückte in ihr halt wegschneiden. Und er fängt halt so langsam daran zu zweifeln, ob das wirklich die richtige Methode ist. Ja, diese eine Sicht unseres Protagonisten ist Yori, aber wir haben hier auch noch Monsieur Lecoq. Das ist ein ehemaliger Detektiv, der jetzt, ja, ich weiß nicht, ob er schon in Rente, also alt ist er eigentlich noch nicht, ich glaube Anfang 50 oder so, Ende 40. Aber er ermittelt immer noch in eigener Sache und guckt sich die Leute an und denkt sich, ja, der hat eine besondere Physiognomie, der müsste eigentlich ein Verbrecher sein. Und irgendwann wird er tatsächlich noch in einen Auftrag mit hineingezogen und ihn eilt sein Ruf voraus. Er ist sehr, sehr erfolgreich gewesen damals, als er noch aktiv war. Man weiß als Leser aber nicht genau, warum er eigentlich nicht mehr aktiv ist. Und ja, er ist aber eigentlich gar nicht davon, er möchte einfach nicht mehr Fälle annehmen, aber trotzdem ist seine Neugier gepackt, denn es geht um ein, ja, ein Verschwinden einer bestimmten Frau. Die wird irgendwann aufgefunden, ihre Leiche wird gefunden, aber sie ist über und über mit, ja, mit komischen Zeichen bemalt, teilweise mit Blut und ihre, ja, ich glaube, die Tinte wurde halt, nee, ich glaube nicht, ich weiß, das war halt so, dass es aus ihren Augen, ja, das Blut genommen wurde und auf ihren Körper dann gemalt wurde. Ja, also es gibt tatsächlich sehr, sehr schreckliche und detailreiche Szenen in diesem Roman, obwohl es sich nicht hierbei um einen Thriller handelt. Aber durch diese Szenen, durch Monsieur Lecoq, durch den Detektiv, bekommt das irgendwann so eine, ja, eine Krimi-Richtung, die mir sehr gut gefallen hat. Außerdem haben wir hier noch einen weiteren Strang, der aus einem mysteriösen Ich-Erzähler, Ich-Perspektive berichtet wird. Derjenige findet seltsame Schriftzeichen in einem Gesangbuch oder in einer Bibel, irgendwie so. Ja, und diese ganzen Stränge werden natürlich irgendwann miteinander verknüpft. Das war unglaublich spannend mitzulesen, wie das überhaupt alles zueinander findet. Und auch die Schauplätze, die hier auftauchen, ja, unter Paris, in den Katakomben und in Kellern von irgendwelchen Kirchen und alleine diese Nerven
Heilanstalt oder diese Psychiatrie ist natürlich auch ein Ort, der unglaublich ja, gruselig sein kann. Also haben wir hier einmal diese schrecklichen Szenen, die an diesen Frauen vorgenommen wurden, diese ganzen Operationen auch, die wirklich ins Detail hier ja, beschrieben wurden. Und das war wirklich an der Grenze, wo ich mir sagte, ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles so sehr lesen möchte. Da war das echt toll, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen konnte, mit der lieben Nettie, dass wir ab und zu mal sagen konnten, boah, war das krass gerade. Ich weiß nicht, ob ich das, ja, eigentlich noch weiterlesen möchte. Nachher hat es Gott sei Dank ein bisschen abgenommen und dann ging es mehr in diese Krimi-Richtung. Das hat mir oder uns auch sehr gut gefallen. Und halt auch diese Schauplätze, das fand ich richtig spannend. Allerdings war ich vom Ende ein bisschen enttäuscht. Das ging mir alles ein bisschen schnell und einiges, fand ich, wurde nicht richtig aufgeklärt. Diese ganzen Zusammenhänge wollte man dann endlich wissen als Leser, wo hier doch die ganzen Rätsel aufgegeben worden sind. Und diese Aufklärung hat es hier nicht richtig gegeben. Jedenfalls war mir das alles ein bisschen zu schnell, leider. Und ja, deswegen gibt es ja auch ein paar Abzüge. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Buch bewerten soll. Es hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen und war auf jeden Fall sehr spannend und unheimlich. Jori ist dann irgendwann auch ans Herz gewachsen. Es gab hier ein paar mysteriöse Momente. Also ich gebe dem Buch, glaube ich, 3,5 oder 4 Sterne. Ist noch ein bisschen frisch. Ich habe das Buch gerade erst beendet. Ja. Aber insgesamt werde ich dieses Buch nicht so schnell vergessen und dieses Thema, ich finde das sowieso interessant, was mit der Psyche, mit dem Gehirn alles passiert, aber wie damals auch wirklich damit umgegangen wurde. Ich hätte manchmal gerne in dem Buch, also ich hätte gerne mehr Wissen über Medizin gehabt, um zu wissen, wie viel Müll die eigentlich hier drin gelabert haben. Also was richtig war, was die auf welchen Stand die waren, was richtig war und was völliger Mumpitz war. Manchmal konnte man das nur so ein bisschen erahnen, dass die völlig auf dem Holzweg waren oder dass sie halt in der Richtung jedenfalls schon ja, recht hatten. Also puh, also das ist wirklich ein Thema, da kann man weiter und weiter lesen. Es gibt ja auch viele Horrorfilme, die in diese Richtung sind und die ich auch durchaus spannend finde. Aber dieses Buch ist halt kein Horror-Thriller, sondern es ist einfach ein Roman, ein historischer Roman, das diese ja echten Grundlagen hat. Ja, wow. Das hat mich wirklich sehr mitgenommen und fand ich teilweise grausiger als der blutigste Thriller. Ja, ich glaube, 4 Sterne hat das Buch auf jeden Fall schon verdient, trotz des enttäuschenden Endes. So, jetzt habe ich sehr viel darüber gesprochen. Ich mache davon halt keine extra Rezension. Es war ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie ich darüber gesprochen habe. Ja, es musste ein bisschen schneller, ein bisschen unkoordiniert jetzt halt raus. Aber ich möchte jetzt auch nicht ewig nochmal schneiden oder wollte mir auch keine Notizen machen. Ja, genau, das waren die Romane, die ich gelesen habe. Jetzt habe ich halt noch 2 Comics gelesen, beziehungsweise 1,5. Ich habe euch im letzten Lesemonat schon Yoko Tsuno gezeigt. Hier sind 2 Comics, beziehungsweise 2 Bände enthalten. Einmal Unterirdische Begegnung und Die Orgel des Teufels. Und Die Orgel des Teufels habe ich jetzt halt im Juli gelesen. Da muss ich sagen, dass mir die erste Geschichte, also Unterirdische Begegnung, eigentlich gar nicht gefallen hat. Ich weiß nicht, da war ich nicht so begeistert von. Und obwohl das Band 1 und Band 2 sind, hatte ich nicht das Gefühl, den Anfang der Reihe gelesen zu haben. Ich hatte immer noch das Gefühl, dass mir vorher irgendwie noch Vorgeschichte fehlte. Aber ich glaube einfach, das liegt an dieser Art von Comic, dass ich da vielleicht einfach nicht so die ja, Interesse habe. Mir ist das einfach ein bisschen alles zu oberflächlich, ein bisschen geht mir das zu schnell. Ich hätte immer gerne noch ein bisschen mehr ja, Zusatzinformationen und ist mir alles, auch der Humor, weiß nicht, trifft mich hier nicht so richtig. Aber wie gesagt, der zweite Band hat mir dann schon ein bisschen mehr gefallen, weil das weniger Science Fiction war und weniger ja, weniger in diese Richtung Action, sondern es ging hier wirklich um eine alte Orgel und alte
eine alte Sage und das hat mich wieder thematisch wieder ein bisschen mehr getroffen. Aber ich weiß, dass ich diese Reihe hier nicht weiter verfolgen werde. Ich habe es einfach lieber, habe ich gemerkt, wenn die Zeichnungen ein bisschen mehr im Fokus sind und dass die Geschichte ein bisschen tiefgründiger ist. Das ist hier halt auch nicht so schnell Action und Humor und ja, das brauche ich alles nicht so. Also werde ich eher, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich mehr in diese Graphic Novel Richtung gehen werde. Der zweite Comic hat mich dann wieder viel mehr angesprochen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar war das Gaston. Katastrophen ohne Ende. Hier geht es um Gaston, der in einem Verlag, in einem Buchverlag arbeitet und ja, dort den Bürokram und Briefe und Papierkram halt so ein bisschen macht. Aber nebenher sieht er sich als auch als Erfinder und er versucht auch jeden möglichen Scheiß zu bauen, nur damit er nicht irgendwie arbeiten muss. Er ist aber ein sehr sonst sehr lieber Kerl, sehr naiver Kerl, aber irgendwie stellt er immer so viel Scheiße an, bei dem es Explosionen gibt und irgendwie die ganzen Mitarbeiter völlig genervt von ihm sind und irgendwie kommt er immer wieder mit diesem ganzen Scheiß davon. Und es ist nicht so, dass der ganze Comic zusammenhängt, sondern wir haben immer eine Seite, ist zu sagen, ein Cartoon, also ein Sketch, könnte man sagen. Und der Humor hat mich wirklich getroffen. Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Also ich musste hier wirklich oft schmunzeln und lachen. Und hat mir wirklich gute Laune gemacht. Ich habe diesen Comic, während ich Runa gelesen habe, halt immer mal wieder zur Hand genommen. Und das hat mir gut geholfen, wieder so ein bisschen aus dieser Depri-Stimmung, die Runa ja durchaus vermittelt hat. Das hat mich wirklich runtergezogen. Und da konnte mir dieser Comic sehr helfen. Also da kann ich mir vorstellen, ab und zu mal wieder reinzulesen und ja, ein paar Sketche mal wieder zu schauen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass mir das so gut gefällt. So, das Hörbuch habe ich ja auch schon erwähnt. Ein Drittel habe ich davon gehört. Und zwar ist das Rumo und die Wunder im Dunkeln von Walter Mörs. Ich habe das hier jetzt als Buch. Ich habe das bereits gelesen als Buch, aber ich dachte, es wäre mal wieder Zeit, dass ich das Ganze auffrische, weil ich dieses Buch, dieses Zamonienbuch noch am wenigsten im Kopf hatte. Und ich dachte, okay, ich habe das als Hörbuch entdeckt und dachte, gut, dann hörst du dir das jetzt mal als Hörbuch an, weil das wird ja so toll vertont von Dirk Bach und der liest das ja echt toll. Auch wenn ich die Bücher dem Ganzen doch vorziehen würde, weil die Bücher halt auch diese tollen Illustrationen habe. Ich mache das jetzt immer so, dass ich dann immer ein Stückchen höre und entweder währenddessen oder danach dann die Illustrationen dazu durchblätter und angucke. Ja, ich muss sagen, dass ich sehr überrascht war und ich mich gar nicht mehr so dran erinnern konnte, wie brutal dieses Buch doch war. Da die anderen sind nicht ganz so brutal, aber Rumo ist tatsächlich sehr blutig. Und ich weiß noch, dass mir das damals gut gefallen hat, aber jetzt so rückblickend bisher, ne, also ich habe jetzt ja das erste Drittel nur gelesen, beziehungsweise gehört, muss ich sagen, dass ich die anderen doch einiges besser finde, außer die 13 dann halt Leben des Captain Blaubär, die sehe ich glaube ich noch da drunter, weil ich bei Rumo den roten Faden mehr herauslese als bei Captain Blaubär. Trotzdem ist das Meckern auf sehr hohem Niveau, denn ich liebe einfach Walter Mörs. So, und dann als letztes habe ich noch die zwei Märchen. Einmal habe ich nämlich das Mädchen mit den Zündhölzern. Gott, hieß das so? Wo habe ich denn jetzt mein Büchlein? So. Genau, das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern habe ich gelesen von Hans Christian Andersen aus diesem schönen Märchenwerk. Das habe ich für die Uni, für das Märchenseminar gelesen. Und vergleichend dazu habe ich die Sterntaler von den Gebrüdern Grimm gelesen. Die beiden haben wir so ein bisschen verglichen, weil das thematisch ein bisschen ähnlich war. Und ich finde es wirklich sehr interessant, wie sehr die beiden sich unterscheiden und wie sehr man diesen Grimm-Stil und auch diesen Andersen-Stil herauslesen kann. Und ja, Andersen ist ja sehr düster und sehr tragisch, melancholisch. Und die Grimm-Märchen gibt es zwar, also die haben natürlich auch ihre düsteren Momente und auch ihre brutalen Momente. Trotzdem
hat Grimm immer ein Happy End und die Bösen bekommen, was sie verdienen und die Guten bekommen, was sie verdienen. Und hier besonders bei dem Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen ist, das geht einem wirklich unter die Haut, dieses Märchen. Und das ist so traurig. Ein Mädchen, das halt auf der Straße Schwefelhölzer verkauft und es ist, glaube ich, der Weihnachtsabend, nee, ich glaube Silvesternacht. Und sie sieht überall noch in den Fenstern die Familien miteinander feiern und sie traut sich nicht nach Hause zu gehen, weil sie keine Schwefelhölzer verkauft hat und ihr Vater sie wieder verprügeln wird. Und es ist sehr kalt und ich glaube, irgendwie hat sie ihre Schuhe verloren oder wurden ihr geklaut. Und in einer Nische in der Ecke setzt sie sich hin und zündet ein Streichholz nach den anderen an und versucht sich zu wärmen. Aber sie erfriert bitterlich. Das Einzige, was noch ein bisschen positiv ist, ist, dass sie immer, wenn sie ein Streichholz anzündet, an ihre Großmutter denkt, die ja die Einzige eigentlich war, die gut zu ihr war. Und zum Schluss hat sie das Gefühl, dass sie von der Großmutter halt mitgenommen wird in das jenseitige Reich. Also es sind, glaube ich, nur zwei Seiten oder drei Seiten, finde ich aber unglaublich, wie sehr einen das mitnehmen kann. Und dahingegen der Sterntaler, was ich noch aus meiner Kindheit kannte, was eigentlich ein schönes Märchen ist. Ein Kind, was auch bettelarm ist, nur irgendwie ein Leibchen, ein Hemdchen und ein Brot ja, hat. Und das verschenkt sie aber weiter an Leuten, die sie darum bitten. Und weil sie einfach so gut ist und so rein ist, regnet es von oben halt Sterntaler von. Und sie hat auf einmal hat sie ein golden gewebtes Leinengewand an und es reicht bis zum Ende ihrer Tage. Was natürlich irgendwie eine schöne Botschaft hat und auch dieses Märchen mag ich, aber es ist natürlich nicht sehr, ja, realistisch und es wäre schön, wenn es im Leben immer so wäre, dass gute Menschen auch Gutes bekommen, so karmamäßig. Ja, also auf jeden Fall ein interessantes Thema und ich habe mir auch gesagt, dass ich jetzt immer mal wieder zwischendrin ein Märchen lesen möchte und auch dieses Original immer mal wieder lesen möchte, um zu gucken, wie das wirklich war. Sonst hat man ja immer so aus der Kindheit diese Adaptionen, kennt man, oder von Filmen, aber so die richtigen Originalmärchen hat man gar nicht so sehr im Kopf. Ja, das war's. Also dafür, dass ich gar nicht so viel gelesen habe, habe ich doch sehr viel erzählt und euch viel gezeigt. Ich hoffe, euch war das jetzt nicht zu chaotisch, weil ich mir jetzt wirklich gar nicht so viele Gedanken vorher gemacht habe, sondern ich habe mich einfach vor die Kamera gesetzt und habe einfach drauf losgelabert. Mir ist halt aufgefallen, dass ich in den letzten Videos sehr viel geschnitten habe und irgendwie stört mich das. Aber manchmal habe ich das einfach, wenn ich mir die Videos anschaue und denke, nee, damit bin ich einfach nicht zufrieden, wie ich da vor mich hinstotter und fange, wenn man erstmal angefangen hat zu schneiden, dann ist man nur noch am Schneiden. Ich will das dann wieder ein bisschen abbauen. Aber ja, das ist wahrscheinlich dann der Selbstkritik zu schulden. Aber euch, ich weiß nicht, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das irgendwie aufgefallen ist oder ob euch das überhaupt stört, das Schneiden, oder ob euch eher dieses unkoordinierte, chaotische mehr stört. Also ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr drauf loszureden, auch wenn ich mir denke, oh, war das jetzt wieder unkoordiniert und ich es am liebsten wegschneiden möchte. Aber irgendwie ist das Ganze ja auch vielleicht, was ich jedenfalls immer angucke, sind auch immer sehr, wenn ich die Person mag, die da vorne sitzt vor der Kamera, dann höre ich der auch gerne oder demjenigen auch gerne beim ja, über die Worte stolpern zu und ist ja vielleicht bei euch genauso. Schreibt mir das in die Kommentare. Jetzt ist aber auch gut. Die 30 Minuten möchte ich nicht voll machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr möchtet. Ciao, ciao!